seid herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Ein Wetter, ein Traum. Wenn ich mich nicht täusche, sind es glaube ich 20 Grad draußen. Wir schauen einfach mal. Okay, also im Schatten sind es 13,6, aber es ist sowas von schön. Gut, darum soll es jetzt aber nicht gehen, trotzdem schönes Wetter. Ihr habt gestern gesehen, ich habe hier meine Winkel und mein Brett gemacht und ich habe mit dieser Maschine gearbeitet. Ihr seht, es fehlt was. Diese Maschine hat leider den Geist aufgegeben. Ich glaube, so nach 25 Jahren ist sie oder wollte sie mal nicht mehr. Daher habe ich gestern mit der Hand einfach weitergeschliffen. Macht ja auch immer Spaß, wenn man mit dem Körper irgendwas machen kann, wenn auch mal eine Maschine ausfällt. So brauchte ich kein neues Gerät oder anderes Gerät rausholen und habe einfach mit der Hand weitergearbeitet. Gut, dann der Colt hat mich angeschrieben. Peter, die Farbe sieht gar nicht so schlecht aus. Das ist wirklich eine richtig schöne Farbe. Das Metallic-Lack. Das habt ihr vielleicht gestern gesehen in dem Video, wie die einzelnen Metallic-Fasern immer weggeflogen sind. Gerade da, wo ich das Video ein bisschen verlangsamt habe. Richtig schöne Farbe. Kommt aber auch an mein Race vor. Genau, mein Race hat diese Farbe auch. Und zwar, achtet mal das nächste Mal drauf, diese Spiegelecken haben diesen Lack. Dann der Hauptständer, den ich aber langsam mal erneuern muss. Das heißt, ich muss ihn wieder neu bearbeiten. Es bleibt nicht aus Steinschlag. Wenn man vielleicht mal vom Bürgersteig runterfährt und der Bordstein zu hoch ist, alles ist möglich. Also muss ich diesen auch mal nach und nach wieder erneuern. Ich habe es dem Colt oder der Colt habe ich ja gesagt, ich halte mal die Bezeichnung rein. Aber ich kann natürlich auch es mit reinschreiben. Sicher, ich schreibe euch den Lack mit in die Beschreibung unten rein. Ja, ja. Es soll weitergehen. Ich habe ja was Spezielles vor. Nein, so speziell ist das gar nicht. Aber ich möchte was ein bisschen offener hinstellen, dass ich es leichter erreichen kann, sage ich mal. Hier präsentiere ich das, was ich jetzt alles brauche, um dieses Brett letztendlich an die Wand oder an das gegenseitige Brett zu bringen. Ihr werdet schon sehen, was ich damit meine. Hinten habe ich hochkant eine Wasserwaage aufgestellt. Befestigt mit zwei Schraubzwingen. So oder das soll einfach meine Wand ergeben. Warum, zeige ich euch auch gleich. Ich brauche jetzt einen Akkuschrauber, einen Zollstock, schöne Schrauben, die auch ein bisschen was hermachen. Dazu natürlich auch ein Schraubenbit, also ein Bitset. Die Winkel, oh okay, ein Anspitzer für den Bleistift. Na, der kann schon wieder zur Seite. Wir legen jetzt los, wir legen unsere Winkel an, vermessen das Ganze, dass die Winkel auch gleich einen gleichen Abstand haben und dann geht es natürlich weiter. Ich setze jetzt einfach mal meine Winkel so an, wie ich es gerade denke. Und zwar so. Der eine Winkel soll hier ungefähr hin, der andere Winkel, das Brett muss natürlich auch anliegen, und der andere Winkel käme dann hier hin.
Das heißt, ich nehme jetzt mal ein Maß. Ich nehme hier einfach mal das Innenmaß von den Ganzen, um ja überhaupt ein Maß zu haben. Ja, ich gehe hier auf 2,5 cm. Beidseitig natürlich. 2,5 cm. Immer zusehen, dass das Brett natürlich auch gut anliegt. Ich muss ja oder ich möchte ja schon, dass das Brett gegen das andere Brett letztendlich kommt. Gut, groß anzeichnen. Ja, ich kann ja hier mal einen Strich hinmachen, äußerlich, dann weiß ich, wie ich es anzulegen habe, falls sich hier doch noch mal was verschiebt. Ich würde sagen, wir machen hier 4 Schrauben rein. Das reicht Menge aus. Aber bevor ich jetzt hier Schrauben reinmache, ja, das rutscht hier, das ist ganz schön glatt hier drauf, suche ich mir erstmal meine Punkte und ich würde sagen, ich mache hier einen Kreis. Warum ich das voranzeichne, werdet ihr natürlich gleich sehen. Ja, hier mache ich auch einen Kreis. Ja, hier ist eine kleine Kante drin. Und hier 1, 2, 3, 4. Und dasselbe oder das gleiche mache ich hier ebenfalls. Als nächstes muss ich ja die Stärke ermitteln von meiner Schraube. Und ich glaube, ich gehe hier einmal so rüber und schaue mal. Na, wenn das nicht die passende oder der passende Bit ist. Bit, das Teil ziehe ich nach hinten, rein, sichern, fest. Und nun werde ich hier meine Löcher vorschrauben, aus dem Grund, dass ich auch das Teil recht gut mittig treffe. Einmal. Zweimal. Und nun habe ich noch 6 Löcher. Nicht, dass einer auf die Idee kommt und sagt, Peter flunkert. Nein, das tue ich niemals. Ist doch okay so. Waage runter. Und jetzt kommt das Gerät hier drauf. Rollerteile. Die werde ich jetzt erstmal nur auf dem Piaggio setzen, weil ich muss hier in diese Ecke rein und ja, ihr seht, ich habe hier so viel Sachen, das ist alles immer nur störend und ich habe schon ein Stativ rausgebracht und habe immer noch welche da, also das ist doch Wahnsinn, oder? Abstellen. Oh, wen haben wir denn hier? Ja. Ach, okay. Ihr seid der Meinung, reinigen können wir später. Genau, der war noch übrig, den habe ich jetzt oder nutze ich für die Garage. Geht schneller als fegen. Ja, ihr wisst, ich höre ja ganz gerne Musik. Und das braucht man auch, wenn man mal schraubt, hört man gerne Musik nebenbei. Aber diese Musik kann ich natürlich nicht für euch in
ja, in das Video mit reintun, dann würde gleich wieder Urheberrechtsverletzung kommen. Ja, da sind die ganz schnell bei der Auswertung. Aber ich zeige mal aus Entfernung. Naja, ein bisschen dichter kann ich ruhig ran. Ich habe doch haufenweise CDs. Und dazu habe ich hier immer was schön verpackt gehabt. Was heißt verpackt? Verborgen. Dass es nicht vollstaubt und auch immer schön erhalten bleibt. Das habe ich mir mal damals über eBay gekauft. Ich muss schon sagen, das war ein genialer Herr. Gut, nicht auf die Folter spannen. Ne? Und zwar habe ich dieses Gerät damals über eBay gekauft. Von Philips, und das ist vielleicht nichts Großartiges, aber es macht einen Klang, mein lieber Mann. Dazu existiert auch noch eine Fernbedienung, die ist auch dabei, also komplett. Und hier oben kann man, ihr seht den USB-Port, genau, hier ist ja die ganze Schaltung mit, aber hier läuft der Deckel nach oben und da habe ich nicht diesen Platz dafür, dass ich meine CD austauschen kann. Ich müsste es immer rausnehmen. Jetzt kann ich es da oben draufstellen und kann auch mal nebenbei, wenn ich nicht gerade ein Video mache, es sei denn, es nimmt diesen USB-Stick an mit GEMA-freier Musik, dann können wir auch nebenbei ein bisschen schöner Musik hören. Und ich mag jetzt lieber mit einem schönen Klang als über so eine Box. Ne? Ist schon nicht schlecht, aber hier ist ein richtig schöner Klang. Und das Radio kommt jetzt aufs Regal. Ja, ich freue mich, endlich wieder Musik hören, wie es mir auch gefällt. Irgendwie komme ich mir gerade beobachtet vor. Das ist der USB-Stick. Und ist das nicht ein sauguter Klang? Ich muss es so sagen. Ich liebe Musik. Stick ist drin, meine CDs kommen daneben und jetzt läuft gerade die CD, 3 Sekunden, länger nicht. Länger darf ich diesen Titel nicht laufen lassen, sonst Urheberrecht. Deshalb kann ich jetzt, ich muss selbst erstmal wieder gucken, auf USB schalten und läuft es an? Es müsste anlaufen. Einfach cool. Und bei Nichtgebrauch, wir schon alles hinterher,
bei Nichtgebrauch. Oder wenn ich mal hier drin lackiere, soll es natürlich auch erhalten und geschützt sein. Oder erhalten bleiben und geschützt sein. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Geschmack, wenn man auch mal ein Schrauber was anderes schraubt. Aber ich würde mich trotzdem über ein Like nach oben freuen und vielleicht auch noch einen Kommentar dazu. Ihr schreibt sehr wenig, obwohl viele rüberschauen übers Video, aber auch kein Like und auch nicht schreiben. Warum? Das frage ich mich immer wieder. Warum, wenn man schon das Video guckt oder ein Video guckt, warum nicht auch mal den Daumen nach oben halten? Aber ist nicht so schlimm. Ich lebe ja noch. Ich werde es auch überleben. Gut, nein, aber es soll jetzt darum gehen. Gefällt euch das? Ist das so in Ordnung? Was sagt ihr dazu? Also, das war der Abschluss. Nächste. Ihr könnt es euch denken, was als nächstes dran ist. Tschüss.